Digitalisierung wird alle Bereiche von VINCI Energies durchdringen. Nun sind wir in der Industrie unter dem Bereich Actemium ja ganz besonders im Fokus der Systemintegration. Und hier gilt es, den Anschluss nicht zu verlieren, beziehungsweise die führende Position weiter aufrechtzuerhalten, indem wir gemeinsam mit der Unterstützung der Axions die Themen, die neuen Themen der Digitalisierung auch in die Industrie bringen und damit dem Anspruch gerecht werden, der beste Partner für unsere Kunden im Fortschritt der Technologie zu sein. Die Digitalschmiede ist für uns nach innen und nach außen der Fokuspunkt, wo wir Digitalisierung erlebbar machen, in einen Raum, in dem wir Digitalisierung machen, in dem wir zeigen können, was wir schon gemacht haben mit entsprechenden Showcases, in dem wir aber auch über alle unsere Bereiche der VINCI Energies, ob Actemium, Axions, Omexom, Facilities, Schutzsysteme, Isolierung, Fire Protection Solutions, über alle Bereiche, die zu uns gehören, Projekte durchführen können, wo wir gemeinsame Workshops machen können, um gemeinsam digitale Lösungen zu erarbeiten. Wir sind einer der wenigen in der Halle, wo wir jetzt stehen, in der Halle 7 sogar, würde ich mal behaupten, fast der Einzige, der als Systemintegrator Digitalisierung für die Industrie end-to-end wirklich zeigen und anbieten kann. Was wir ausstellen auf der Hannover Messe 2018 ist, wir nennen das die Extruder-Demo. Die haben wir im Zusammenhang mit dem Kundencase mal zusammengestellt. Das heißt, wir simulieren einen Extruder, der alle möglichen Daten produziert anhand seiner Sensoren. Und wir sagen aufgrund eines prädiktiven Modells voraus, wann in diesem Extruder Ausschuss produziert werden wird. Ich kann im Voraus, bevor ich die Anlage in Betrieb nehme, das Ganze simulieren. Ich kann meine geschriebene Anlagen- und Maschinensteuerung daran testen. Ich habe ein virtuelles Abbild der Anlage, ich habe meine SCADA-Lösung und ich habe entsprechend die Steuerung dahinter, sodass natürlich der Operator schon eingeführt werden kann, in Diagnose auch, um in die entsprechenden Serviceaufträge dann auch weiterzuleiten. Mit unserem System ist es möglich, die ganze Steuerung zu zentralisieren und von einem Ort aus nur noch dem Bediener zu zeigen, wo steht das Gerät im Feld und letzten Endes das Gerät von da aus zu bedienen und zu beobachten. Ja, wir zeigen hier an unserem Stand eine mobile Datenplattform, die aus bestehenden Kundensystemen Informationen rauszieht und dem Instandhalter im Feld mobil zur Verfügung stellt, auf Endgeräten wie zum Beispiel so einem Tablet oder einer Microsoft HoloLens in diesem Fall, und um Instandhaltungsprozesse schneller und effizienter zu machen. Die Lösung ist eine Multiplattform und zieht Informationen aus mehreren Systemen, nicht nur aus einem System, da der Instandhalter draußen im Feld auch mehrere Informationen benötigt, um seine Instandhaltungsprozesse schnell und effizient durchführen zu können. Ja, wir haben eine Live-Demonstration zum Thema Cybersecurity in der Produktionswelt und machen im Prinzip hier mal die Darstellung davon, was passieren kann, wenn ich eine Steuerungseinheit für einen Roboter übernehme oder ihr falschen Code unterjubel, und wollen halt zeigen, dass man nichts sieht, außer man hat wirklich Tools am Start, mit denen man was sehen kann. Wir führen alle relevanten Informationen aus Prozessen, Maschinen oder auch Gebäudeleittechnik aus unterschiedlichsten Datenquellen oder Signalen in einer Plattform, dem Smart Industry Portal von uns, zusammen. Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass wir jetzt alle Daten aus unterschiedlichen Systemen in einer Plattform zusammen haben und die dann entsprechend perfekt für Analysezwecke nutzen können. Sowohl vergangenheitsorientiert als auch prädiktiv,
und damit natürlich eine optimale Prozessüberwachung und Prozesssteuerung gewährleisten können. Use Case hier, komplette Durchgängigkeit, Integration des Roboters, Anbindung über Steuerungsebene. Das ist auch das, was wir von unserer Business Unit gut mitbringen können, ist halt das Thema Steuerungstechnik einfach. Wir bewegen uns im Bereich der Prozessautomatisierung, Anbindung nach oben hin, Schnittstellen zur Verfügung stellen. Also der Kunde ist aus der Baustoffindustrie und der Nutzen war einmal, dass wir eine Abfallvermeidung betreiben, weil da ist eine große Problematik gewesen bei den Sägeanlagen und halt die Integration vom Field Network rein ins IT-Network und die Verbindung der verschiedenen Komponenten untereinander mit einer selbst erstellten Software. Unser Highlight ist sicherlich unsere Neo Mobile Suite, eine Lösung, die, ich versuche das immer so zu beschreiben, die Brücke schlägt zwischen Digitalisierung und dem Mensch. Und der Mensch ist für uns in diesem Fall der Instandhalter oder der Servicetechniker. Das heißt, unsere Lösung ermöglicht es, digitale Geschäftsprozesse so zu mobilisieren, dass sie nicht eine Belastung oder eine Mehrarbeit für den Techniker bedeuten, sondern tatsächlich eine Unterstützung im täglichen Geschäft. Das geht los mit Auftragsdisposition, mit Dokumentenmanagement, Zeitrückmeldungen, Service-Reports, aber auch so Themen wie ein automatisiertes Starten und Beenden von Serviceaufträgen mit einer nahtlosen Integration ins SAP und vielleicht noch so als Sahnehäubchen obendrauf, das Thema, wir sind sowohl online als auch offline fähig.